Was? Erstens bin ich knapp Dritter. Zweitens habe ich mich gerade im schnellen S gedreht, ohne einzuschlagen. Mann, Alter. Zu Ende. So, Leute, machen wir mal loslegen, ne? Haben die sich jetzt gerade angeschoben? Geht doch gar nicht. Auch in der Fastlane gibt es keine No Kulissen, also gibt es so Kulissen. Nur halt in der Boxengassenreihe gibt es da nichts. Da muss man ja doch aufpassen. Ja. Stop. Also ich passe da so oder so immer auf. Natürlich. So, was haben wir denn hier? Hoppe, Kern, Zühler, Denker, Ich, Kappe, Grund, Borngesser, Kromjex. Kromjetz, wie auch immer. Oh. Oh, oh, oh. So, was sind denn hier denn Rennzeiten überhaupt? Ist eine 23 gut? Naja, 22 wirst du wahrscheinlich fahren müssen, ne? Eigentlich hatte ich gerechnet, also im Training war man im Rennen 2 Sekunden langsamer pro Runde als Quali. Also mit vollem Tank. So. Müsste alles passen, hab eh davon. Nicht so viel. 100 Kilo, Hauptsache 100 Kilo drin, das ist alles, was zählt. Ja. Ja, sind drin. So. So, wie viel machen wir? Ist die Einstellung gut? Was steht da? 42 Kilo am Ende noch? Seid ihr behämmert? So. Das kann gar nicht sein. Warte mal, schnell mal nachrechnen. Das sind, ich glaube, das sind 6 ungefähr. Wenn du 1,7 Liter verbrauchst... Ich rechne jetzt mal mit 1,6. 1,6 mal 5 Gleis. 88, also wie kann man am Ende 42... Das geht doch gar nicht. Ja, so kann man ja weniger tanken. Wie kann man nicht tanken, Leute? Ja, ich meine weniger rein von Start an. Ja, ich weiß nicht, wie sich das errechnet. Egal, unter 1,7 bleiben. Ich muss jetzt unter 1,6 bleiben. Okay. So, die Beineinstellung ist jetzt so. Ist eine Einstellung gut bei der Batterie? Ich fahre mit F07 und F06. Ja, also F07. Das ist so in Ordnung. Mann, viel Glück. Was? Er hat einen Start verpasst. Nein! Digga, da waren doch gerade 15 Sekunden noch. Übelst verkackt, Alter. Egal. Fährst du aus der Box los? Auch kein Problem. Boah, ist das Ding schwer, Alter. Schwer und langsam. 100 Kilo, Alter. Schon mal einen Platz gut gemacht, das ist schon mal gut. Gerade so 3,20 erquält. Oh oh, da Ruben, ziemlich weit. Und Einschlag, Ruben. Ist er eingeschlagen? Ja, der hat mitgenommen, die Wand.
Auf wie beleidigt und so wahrscheinlich jetzt. Ja, der Zügler, der Lappen, der ist nicht gestartet, hat den Start verpennt. Ich wollte mich aus der langen Reihe raushalten, deswegen. War alles gewollt. Holst mich eh noch an. Bin jetzt auch an Lücker schon dran. Ah, der Boom, der fährt ganz schön. Der ist eingeschlagen seitlich. Der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen. Der hat wohl einen Schaden. Mal gucken. Was ist denn hier mit dem Kappel los? Der schläft ja ein hier. Ja, manche Zeit aus passen halt nicht für rein. Eieieiei. Da könnte es doch bleiben. Du gemacht. Wo reingeschlagen? Nein. Du hast da so viel Zeit verloren. Clear. Die schnellen Kurven, Alter, das ist richtig scheiße. Denkt man nach einem Elefanten im Auto, oder? Oh, ich will die übelst viel Zeit jetzt, Alter. Nein. Alter! Er wollte ja es. Oh, Untersteuern, ey. Ungewohnt. Boah. Viel Quali gefahren, zu viel Quali ist da. Vom letzten zwei Kurven Untersteuern ohne Ende. Jetzt?
Boah, die erste Kurve ist so schlimm. Die Mitte steuert permanent. David, wo bist du hin? Liegt. Ja, gute Frage, der war nicht an der Box. Der ist nämlich nicht mehr hinter mir. Hm. Alter, die erste Kurve. Wow, was ist denn hier los? Alter! Klebt da an der Mauer. What? Achtung, Brücke. Bogen, Achtung. Nee. Der ist jetzt raus. Nee, oh, Alter, auf einmal links, rechts und keine Ahnung, wo der hin wollte. Jetzt drin, der ist aber jetzt, ich habe so relativ mal geguckt bei David, der ist öfters mal irgendwo abgekommen. Ich sehe ihn auch nicht mal in der Liste. Und ich habe ihm doch gesagt, der soll mal ein bisschen sicherer endlich fahren. Quali ist auch oft genug abgeflogen. Ich sag ihm das jetzt schon seit 420er, der soll üben, egal welches Auto, er soll erstmal sicher das Ding üben. Er zwar jetzt hier hinten, aber komm. Das ist vollkommen in Ordnung. Okay, ja, gegen Luca zu verlieren ist schon erbärmlich, aber trotzdem. Ja, ist scheiße, weil ich bin jetzt gar nicht gewohnt. Hat er lang gedauert. Ich bin gar nicht gewohnt, dass das Ding so schwer ist. Deswegen. Jawohl, und schon 2000, sehr schön. Das ist DSFM. Vielleicht ändert sich ja noch was, vielleicht macht der Luca auch noch einen Fehler. User joined your channel. Hallo? Hallo? Was ist mit dir los? Scheiß PC, Alter. Erst fragt er in der Kurve, ob er Windows Update machen soll, klickt man's weg, fährt man beide an die Box und dann geht der PC komplett aus. Geil. Egal, weiterfahren jetzt. Kannst ja in Bauverbau gehen. Ja, was soll ich denn weiterfahren, wenn die Karte sowieso Schrott ist? Hast du die Kiste an der Wand gefahren? In der Kurve kam erstmal ein Bildschirm, dass der Windows Update machen will. Und in der Kurve lenkt es sich schlecht ohne Sicht. Und da habe ich dann die Karte geklommen gehabt, an die Box gefahren und dann ist der PC komplett ausgegangen. Kannst du einen Livestream gehen in Waterbau? Ein Interview führen. User left your channel. Ja. Ich hatte seine Meinung zuerst gehört in meinem Stream. Vielen Dank. Das war eine exklusive Aussage von David Zühler. Der leider ausgefallen ist.
Wer weiß wieso. Gut, dass er den Start verpennt hat, sonst wäre es Massenquest. Noch ein bisschen knapp. Das ist schwer, das Ding, Alter. Christoph Grund geht an die Box. Was? Toll. Der hat wohl ein Problem gehabt. Nächste raus. Scheiße. Oh, hatte ich Glück gehabt. Oh. Immer dieselbe Kurve, mal, die ist immer ein bisschen komplexes. Hm.
Na, solange du noch lebst. Nö, ich lebe noch. Das ist die vorvorletzte. Der engste, glaube ich. Die links da, ne? Mhm. Oh ja. Entweder du triffst sie perfekt oder du fährst irgendwo 10 Kilometer weit weg von. Ja.
User joined your channel. Und warst du im Livestream? Jo. Und das ist so gelabert. Ja, wegen dem nächsten, wegen dem Update-Scheiß. Weil die hatten auch schon vermutet, dass irgendwas mit Internet oder PC ist. Und du sollst Gas geben, Marisch. Boah, die Mutter steuert immer noch wie so. Da eigentlich besser werden. Bisschen. Weil wenn das Auto leichter wird, dann geht die Höhe hinten nach oben. Und wie ist der Hoffi oben? Im Stream. Wie, ich bin der Einzige jetzt in der Box. Prozent vorne.
Reifenabnutzung ist schon krass. 55 vorne, 75 hinten. Jetzt merkt man, dass die Reifen schon ordentlich weg sind. Guck mal, wie ich die wegziehe. Boah. Das sind wohl wirklich die Reifen. Okay. Aber macht das noch Sinn? Das macht keinen Sinn. Ich gehe nur einmal. Nee, jetzt will ich auf jeden Fall reingehen. Okay, machen wir nächste Runde. Das waren sogar die ersten beiden, aber warum fahren die noch weiter? Natürlich die Einstoppstrategie. Versuchen. Aber dann wird's richtig scheiße. Natürlich funktionieren wird bei denen. Der schnelle Boxenstopp, Alter.
Oh, fühlt sich ganz anders an, Alter. Jetzt kann man die Kurve auch viel besser nehmen. Oh, endlich. On your line. Ja, Luca verliert Zeit ohne Ende. Das ist gut. 3 Sekunden jetzt, mal wieder verloren. Ich hab jetzt, den Reifen fährt er sich wieder göttlich, ey. Okay, die und da vorne fahren echt einen Stopp. War Luca schon in der Box? Ich glaube nee, nicht, oder? Nee, der war nicht. Eben, der war noch nicht. Oh, deswegen verliert er Zeit. Unmöglich. Ganz 23er Zeiten. Göttlich. Fahr es jetzt auch. Boah, der verliert ganz schön Zeit. Thank you.
Hälfte haben wir ungefähr. Box. Hast du keine blaue Flagge? Ja. Das ist noch nicht so weit entfernt. Da dran, doch, die ist ein bisschen. Ja, jetzt zum Beispiel. Oh, soll vorbeigehen. Boah, was hat die gemacht, Alter? Hälfte. Oh, Scheiße.
langsam wieder das Hecken ruhig bei der bergauf rechts da lang. Das ist ganz schön unangenehm. Auf einmal fliegt ja das Ding noch weg. Sonst geht's noch. Ja, ich finde eigentlich hier diese Kurve als vorne, diese links. Links bergauf, scheiße. Bei der Anbindung wieder. Runde. Oh. Gib Gas, du hast bald einen Luca eingeholt. Ja, ich will es. Scheiße jetzt. Kann noch was werden sogar. Ruhig. Ah, der hat frische Reifen und kommt nicht weg. Gut. Ah, ich lebe noch. Bin aufgesetzt in der ersten Kurve. Macht auch noch einen Fehler bestimmt. Hoffe ich mal. Weg auf rechts geht aber noch. Nein, na gut, kann da. Fährst nicht dasselbe Setup, oder? Ja, das SM, aber es hat sich ein bisschen umgemodelt. Ja, deswegen. Ja, ich lenke zu stark ein da. Ja, diese. Ja, ich benutze es auch vom Stopp, auch 7er Setting. Trifft auch noch ein bisschen. So, diese Runde kommt schon rein. Luca wird einen Stopp fahren, deswegen. Ja, der fährt einen Stopp, aber. Ja, du musst dann nochmal rein, du musst nochmal den Rückstand wieder aufholen. Ja. Schon komisch, wenn man nur zu 6 fährt.
Wird mir beim Relative niemand angezeigt. Oh, jetzt. Das habt ihr immer noch gesehen. Nein. Ausgeschmissen werde, scheiße. Ich meine 22er Zeit gefahren. Scheiße, scheiße. Oh nee. Der Runde und das war's. War genau die Kurve, die du gehasst hast. Ne, ich meine die zweite Kurve nach rechts oben. Ist die hier? Ja, ich meine rechts oben. Da mit Leitplanke. Suspension kaputt. Vorne rechts Aufhängung. Total im Arsch. Kann zwar noch irgendwie die Box reinfahren, aber. Ja, ich denke, das ja, war's gut, für ja. dich. Ja, aber war an sich gar nicht mal so schlecht erstmal. Achso, jetzt kann man. Was ist das? Ach, dahinter kommt direkt der Leader, ne? Mach schnell! Ja, ja, ist gut. Und das Wort? Ja, ja. Too much damage. Mal gucken, wie das jetzt. Da ist mir der Arsch weggekommen, ganz schön doll. Ja. Ja, nee. Mit dem linken Hintern hat er aufs Gras gekommen. Oh, also doch nicht. Der Unfall damals von Daniel Kwiat, ich glaube, unser Super ist er auch mit dem linken Hintermatt. So, er 200 irgendwo. Ja, irgendwo unter der Brücke. Ja, ist vor dieser, der Harner.
on now. Come on, there to go, baby. Oh, der Hopper hat es aber auch vorbeigequält. Was? Der Hopper hat es bei mir auch nur gequält, vorbeizukommen auf der Geraden. Ja, der fährt auch nur 22er 8 Zeiten. Ja, das kann bloß 3 Runden lang jetzt blau zu kriegen, da soll er eins mal vorbeifahren.
about to go this time. One more time, buddy, one more time. Straight, move.
checkered this time. Good job there, there, fellas. We need to get those fuel numbers, guys, so we can see where we're at there. Okay, ich brauche in der Mitte mehr Reifen als sonst. Aha. Der hat einen Einstopp gemacht. Denker, Luca, Ferenc und Sustin. Also eigentlich ist alle außer wir. Und wer ist die ganze Zeit auf Stufe 5 weitergefahren, dann hätte es den Rupen auch noch gekriegt, locker.